Besondere an TEO ist, dass es ein Angebotskonfigurator ist, den wir gemeinsam entwickelt haben mit unseren Kunden. Das heißt, wir haben nicht entwickelt, das, was wir glauben, gut ist für den Kunden, sondern wir haben Prototypen gebaut und in sehr kurzer Zeit sehr oft mit Prototypen beim Kunden abgefragt, was müssen wir verbessern, was ist aus Sicht von unseren Kunden benutzerfreundlich, einfach und besser. Und so ist sehr schnell ein Konfigurator entstanden, der vor allen Dingen schnell und plausibel die ganzen Konfigurationsdetails abfragt und möglichst gute Angebote für die Kunden erstellt. Wenn ich heute ein Angebot schreibe als einer unserer Kunden, dann ist das Erlebnis nicht immer einfach. Ich finde auf Seite 40 der Preisliste die Türen, auf Seite 60 das Zubehör, dann weiß ich nicht, was gemeinsam kombinierbar ist. Deswegen ist eine große herausragende Eigenschaft von TEO, dass ich alle Plausibilitätsabfragen, die es gibt, bei uns in TEO abfragen kann. Das heißt, ich muss niemand mehr fragen bei Tekentrup. Ich kann dem Kunden direkt am Telefon eine Antwort geben, geht das nicht in der Kombinationstiefe, was kostet der grüne Drücker im Vergleich zum blauen Drücker. Das ist natürlich ein großer Mehrwert, weil ich viel Zeit spare und sehr viel schneller beim Kunden bin. Der zweite große Mehrwert ist Zeit. Wenn ich mit der Preisliste ein Angebot erstelle, dauert das bis zu 15 Minuten im Schnitt pro Position. Bei TEO dauert das 2 Minuten, weil ich einfach deutlich schneller in der Logik bin und nichts vergessen kann, eine Checkliste habe und damit deutlich besser bin. Meine Erfahrungen mit dem TEO-Programm sind sowohl in der Entwicklung, habe ich dort unterstützt, als auch jetzt aktuell mache ich Angebote und Bestellungen mit dem TEO-Programm. Ich beurteile TEO als gutes Programm. Ich würde es auch weiterempfehlen, da es jedem Kunden das tagtägliche Leben vereinfacht und man dadurch halt sicherer, einfacher und auch schneller arbeiten kann. In Zukunft wird TEO erstmal das ganze Produktprogramm rund machen. Das heißt, wir haben jetzt Türen, wir haben Garagentore, es fehlen die Industrietore. Die kommen als nächstes. Danach nehmen wir Zeichnungen auf. Wir haben Zeichnungen bereits für Garagentore, die Zeichnungen für Türen fehlen. Damit kann ich Freigabezeichnungen für den Kunden und für den Kunden unserer Kunden entwickeln. Danach kommen die Ersatzteile, um den Prozess einfacher zu machen, die richtigen Ersatzteile zu finden und zu bestellen bei Tekentrup.